Weiter geht es mit Blackwake. Es wurde sich gewünscht, dass wir mal ein paar andere Waffen durchtesten und das Ganze werden wir jetzt auch tun. Wir nehmen erstmal die hier. Später versuchen wir eine andere Muskete. Dann nehmen wir hier diese lustige Midi. Lassen wir einfach den Rapier wie immer, weil das macht keinen Unterschied, keinen wirklichen. Und dann nehmen wir hier auch mal die Granaten. Und dann schauen wir mal, was uns das Ganze so bringt. Lass mal die Kanonen laden. Wir fahren gerade ins Gefecht. Die Runde hat gerade angefangen. Das heißt, es ist alles noch schön ruhig. Kein Stress. Kanonen sind hier alle durchgeladen. So wie es aussieht, ja, sieht gut aus. Dann können wir ja einfach mal vorne gucken, ob wir ein bisschen... Ne, wir können nicht swiveln. Eigentlich schon ein bisschen schade. Hätte schon gern so ein bisschen geswivelt. Naja, was soll's. Und irgendein Segel ist gerissen. Ich weiß nicht, ob das unseres war. Wir gehen mal gucken. Ja, war unseres. Können wir das gleich reparieren. Ja. Haben wir das auch. So. Bevor der Kampf hier richtig beginnt, ist es halt recht ruhig. So. Oh, oh, oh. Zeit zum Reparieren. Wir müssen nur das Loch finden. Ah, es wird schon repariert. Na gut. Dafür ist er gestorben. Dann pumpen wir mal ein bisschen. Ah, voll gut, dass überhaupt kein Stress ist momentan. So. Können wir hier auch? Nein, dürfen wir nicht. Wir wurden beklaut. Dann schießen wir mal. So. Nö. Nö. Schade. So, wir könnten jetzt nachladen, aber nö. Aber ich habe ein Segel reißen hören. Wir gehen reparieren. Oh ja. Oh ja. Beide Segel angerissen. Dann gehen wir mal heile machen. Oh, hier ist schon jemand. Da hinten ist auch jemand. Dann gehen wir nach vorne, machen die beiden. Hopp. So. Dann ist das Segel auch gleich wieder startklar. Alles gut. Ruhige See heute. Und ja, wir spielen mal wieder Navy. Muss auch mal sein. Eigentlich ist es mir auch recht egal, ob nun Navy oder Pirat. Es macht nämlich beides gleich viel Spaß. Egal, welche Flagge hinten dran hängt. Man sollte nur aufpassen. So, gucken wir mal. Das ist unser. Das da ist nicht unser. Ah, keine Chance zu schießen. Doch jetzt. Getroffen. Oh Gott. So, haben wir. Komm schon. Nochmal. So. Da wir wahrscheinlich gleich getroffen werden. Außer sie schießen nicht, dann werden wir natürlich nicht getroffen. Oh, die brauchen Supplies. Dann holen wir mal welche. Alles voll hier. Alles leer hier. So rum. So, wo geht er hin? Hier hin. Dann bringen wir hier noch welche hin. Gucken wir mal, ob unten noch Supplies gebraucht werden. Diese Kanone, die sieht so geil aus. Oh, 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 ein Loch. Brauchen die hier?
Ne, sieht nicht so aus, aber dann können wir reparieren. Oh Gott, hier repariert niemand. Doch, da hinten repariert jetzt wer. So, schnell nach drinnen laufen. Können wir noch helfen? So. Alle Löcher wieder zu. Wunderbar. Nee, irgendwo müssen noch mehr Löcher sein. Da hinten. Oh Gott. Wir sind ein Schweizer Käse, verdammt. Eben war es noch so ruhig. Was ist denn los hier? Mach doch irgendwas. Steck Leichen in die Löcher, wir haben genug. Oh, und noch mehr Löcher. Komm schon, Leute. Gib mal ein bisschen Gas. Ah. Alles schön. Alles schön. Oh, hier oben brennt's. Eimer, wir brauchen Wasser. Oh, brennt direkt vor meinen Füßen. Wir brauchen mehr Wasser. Und wir haben hier überall mehr Wasser. Ah, da hat sich jemand angezündet. Dass die Leute sich auch nie gegenseitig löschen. So, super, jetzt ist er ins Wasser gesprungen und kommt nicht mehr hinterher. Ach, die Leute, echt. Löschen ist jetzt nicht so schwer. Oh, oh, oh. Wir müssen Segel reparieren. Oh Gott. Ja, dann reparieren wir wohl erstmal hier Löcher. War nur ein Hole, dann machen wir die Kanone. Segel hat ja gerade nicht so gut funktioniert, komischerweise. So. Dann versuchen wir mal hier weiter zu reparieren. Oh Gott! Wir werden hier voll zerlegt. 3000 Löcher. Und wir gehen unter, weil niemand pumpt. Wir müssen jetzt aber aufpassen, nicht, dass die hier reinkommen und das machen sie nämlich auch gerne. So mitten im Kampf dann reinkommen und dann stechen sie dich ab, während du hier irgendwelche Löcher zumachst. So, haben wir hier noch irgendwo Löcher? Ich sehe nichts. Nein, nur noch Segel gedamaged. Okay. Die Kanone ist heile. Gut. Dann gehen wir mal ein paar Segelheile machen. Versuchen wir es nochmal. Toll. Das Ding ist ja richtig super. Man kann damit nicht mal zielen. Und es dauert eine Stunde zum Nachladen. Oh, wir haben ihn getroffen. So, wir können jetzt erstmal das Segel hier heile machen. Dann kommen wir nämlich auch ein bisschen weg. Wir haben noch ein Loch. Keine Ahnung, was wir da unten machen. So. Alles wieder schön. Hier, das Segel können wir noch mal heile machen. Wir haben doch gerade da hinten Neues dran gemacht. Hört doch auf, mir die Segel zu zerschießen. Ihr wisst wohl nicht, wie anstrengend das ist, hier jedes Mal neue Segel dran zu hängen. Oh Gott, ich kann nicht, ich kann mich nicht bewegen. Ja, oh, natürlich. Aber wir haben es noch repariert vorher. Kein Problem also. So, wo
Wo bin ich? Ach, hier bin ich. Alles klar. Ja, mal gucken, ob wir den Typen hier finden. Nee, sieht nicht so aus. Oh mein Gott! Warum? Warum? 7 Löcher. Sehr gut. Könnte ich unten wiedergeboren werden, bitte? Natürlich. Scheinbar nicht. Na gut. Dann töten wir wohl ein bisschen. Können wir halt nicht reparieren. Nein! Schnell, schnell! Nein, wir haben ja nichts zu trinken. Dann werfen wir euch halt kaputt. Das reicht nicht. Ich sterbe. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich mich heilen kann. Vielleicht geht es mir auch irgendwann besser, aber ich glaube nicht. Wir sinken hier so ein bisschen. Hallo? BTF? Ah, ich habe ihn getroffen, aber es hat nicht gereicht. Ja, Piraten haben gewonnen, haben verkackt. Das passiert. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben neue Waffen getestet. Und ich glaube, wir machen noch eine Runde und testen noch eine Runde Waffen. Das bedeutet, wir machen heute wieder ein bisschen länger. Dann schauen wir mal. Und dann gehen wir mal zu den Piraten. Gehen mal auf die große. So, spawnen. Nee, Captain wollen wir nicht werden. Dann nehmen wir den Handmörser. Den Duckfoot. Nee, wir nehmen die hier. Pistole für Ameisen. Und, ach komm, wir nehmen auch mal ein anderes. Was zur Hölle? Wer schießt denn hier die eigenen Leute? Was machen die da drüben? Hölle, echt. Wir sind auf dem Server, wo man sich gegenseitig erschießen kann. Und die Kinder spielen scheinbar gerade gerne. Also was soll's. Solange sie uns nicht ärgern. Alles cool. Könnte unser Captain mal losfahren? Ach. Echt? Für seinen Kanonenladen? Danke, Meister, für deinen Rat. Manchmal frage ich mich echt, was glauben die eigentlich, was man hier so als unterbezahltes Personal auf so einem Schiff macht? Was machen die denn? Ach so, wahrscheinlich ist jemand, der Captain werden wollte, nicht Captain geworden. Und da gibt es dann gern so kleine Kinder, die dann damit nicht so einverstanden sind. Ich weiß nicht, was das kleine Schiff hier vor uns macht. Außer mich blockieren in der Sicht. Ich weiß gar nicht, ob das Friendly Fire auch so auf die Schiffe geht. Nee. Ja, ich sehe halt keinen Gegner. Jetzt sehe ich was. Oh, das war daneben. Gott, ist das schwer zu erkennen bei dem Wetter. Gott, wir kriegen jetzt voll einen rein. Ja. Ich brauche... Wow! Ah, hier können wir reparieren. Sehr gut. So, gleich werden wir erschossen. Auf eurem Haus laufen wir noch zu. So. Oder hinten können wir noch. Nein, können wir nicht. Hat schon jemand. Da
müssen wir mal unten gucken. Da vorne ist noch ein Loch. Zwei sogar. Komm, 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 komm. Zu hier. So, alle Löcher wieder zu. Pumpen laufen. So, Löcher wieder auf. Gut, können wir direkt weitermachen. Ich meine, so kriege ich auch meine Punkte. Alles gut. Das ist auch überhaupt kein Stress. Nein, alles gut. Was macht der denn da? Tanzt er um das Loch rum? Ist hier noch was? Nee. Ich sehe einfach nicht, wo hier noch was sein könnte. Ah ja, ist alles zu. Gut. Gucken wir mal, was unsere Segel machen. Reparaturen sind wichtig. Sieht nur immer keiner. Die wollen immer alle nur schießen, schießen, schießen. Klar ist das cool, aber... Ich glaube, hier kann ich mich tothämmern, weil wir stehen hinter uns und zwiebeln die Segel kaputt. Können ja mal versuchen. Ich weiß nicht, wie weit die Dinger fliegen. Und ich glaube, wir haben nicht viele davon. Oh. Nicht weit genug. Gut, jetzt haben wir keine Munition mehr dafür. Wir haben 10 Löcher. Wir werden so schnell untergehen. Ich gehe lieber runter mit Löcher machen. Das bringt nichts, wenn man hier oben rumgammelt. So, nur noch 4 Löcher, das heißt, wir können Segel machen. Den Rest schaffen sie alleine. Oh, das Segel da oben sieht gut aus. Machen wir die beiden hier und dann das hintere noch. Wenn das nicht schon wer anders macht in der Zeit. Bin dabei, auf zu schreien. Ja, schon wieder 5 Löcher. Unglaublich. Ich glaube, ich bin hier auf dem Papierboot gelandet. Ah. Ah, wir können ja nicht mehr schießen. Wir können nur noch mit der Pistole irgendwas machen. So, die reißen uns gerade den Arsch auf. Schön. Schön, schön. So, wieder was repariert. Ich finde das auch cool, so von der Grafik her, wenn man sich das hier mal anguckt, hier so, wo es drauf regnet. Richtig cool gemacht. So. Wir haben 3 Löcher. 7 Löcher. Der Typ hat gerade alles zerrissen bei uns. So, anzünden. Und dann... Oh nein, daneben werfen! Schon wieder? Oh, Alter. Ja, das irgendwie ist das nicht so die coole Waffenwahl, muss ich sagen. Wieso ist denn hier nichts repariert? Wo sind denn hier überall Löcher? Hier hinten ist alles gut. Da vorne sieht es ziemlich luftig aus. 8 Löcher, ich glaub's nicht. Vor allem, du reparierst und reparierst und reparierst und es passiert einfach nichts. So. Das auch noch. So, noch 2 Löcher. Das sind die beiden. Und dann ist alles zu. Segel müssten auch repariert werden. Und der Typ steht nur oben und schreit Need Repairs. Geil. So macht das Spaß. Ja, dann... Beweg deinen scheiß Arsch vom Steuerrad weg und geh kloppen. Unglaublich. Da unten sind schon wieder Löcher. Captain hat sich erschießen lassen. Oh, wir haben doch wieder. Bums. Wir haben irgendwas getroffen. Oh, ich glaube, der ist abgeprallt. Nicht so cool. Ne, wir gehen erstmal weiter reparieren. Die bleiben da jetzt eh hängen und kommen nicht mehr ran. Gott,
Sehe hier unten habe ich doch eben das repariert. Ich glaube, diesmal werde ich der mit den meisten Reparaturen. Wir haben noch 3 Löcher. Oh Gott, wir sind so tot. Ne, wir kommen nicht weit genug im Wurf. Oh doch, jetzt sind wir drauf. Oh, wir wurden in den Kopf geschossen. Alles gut, dann haben wir die große Waffe wieder. Wie, ich bin Captain. Ich will nicht Captain sein. Willst du mich verarschen? Geil. So, wo haben wir denn hier noch wen? Von denen? Nirgends? Schön. Dann gehe ich wohl mal lenken. So, gucken wir mal, wie weit wir unseren Arsch hier wegbewegen können. Ich hoffe, es repariert auch jemand, ey. Die sind irgendwie alle nur sehr schießwütig, wie ich das bis jetzt gesehen habe. Du schießt doch! Echt nur einer? Die Leute, echt. Manchmal frage ich mich wirklich, was die eigentlich so auf dem Schiff machen. Schieß doch nicht daneben, Jungs. So, drehen wir mal noch ein bisschen ein. Oder wir drehen... Oh Gott. Nein. Wir fahren hinter den Felsen, da sind wir sicher. So, komm, schießt! Okay. Wir drehen gleich. Das Problem ist, wenn man Captain ist, hat man jetzt nicht so viel zu reden. Außer man muss hier so ein bisschen aufpassen. Mich hat gerade mein eigener erschossen. Mein eigener Typ hat mich erschossen. So, und wenn ich ihn wiederfinde, dann stirbt er. Wichser. Ich hasse so eine Leute. Wenn sie keine Ahnung haben, sollen sie es lassen. Alter! Anstatt dass den mal wer tötet, stehen sie alle daneben, gucken zu. So, wir holen uns jetzt erstmal die Knockgun wieder. Ist okay. Den kennt er ja. Ist ja meine geliebte Waffe. Oh, welcher ist es? Er hier. Ja, ist klar. Gut, jetzt haben wir die Knockgun wieder. Jetzt stirbt er. Ist mir auch egal. Er tötet unsere ganzen eigenen Leute und keine Sau interessiert es. Keine. Hallo.
Das war's. Dummes Schwein. Genau, kickt mich, seid ihr irgendwie behindert? Kickt den Typen. Das, sowas finde ich geil. So, wo ist der denn? Da. Ich kann nicht hochgehen. Ich werde nur erschossen. Anstatt dass sie... Das ist sowieso total geil. Anstatt dass wir mal drauf achten, wer da wen erschießt. Danke. Fahren wir überhaupt? Wir fahren. Wieso? Oh, Alter, jetzt. Es interessiert keinen. Sie wollen mich kicken. Mich. Das ist, glaube ich, unsere geilste Folge, die wir bis jetzt von Black Rake hatten. Jetzt werden einfach mal die Leute Zeuge von der Idiotie der Menschen. Sie sehen, dass ihr Captain und alle anderen die ganze Zeit erschossen werden und wollen aber den Captain kicken, anstatt den Typen, der alle erschießt. Ich weiß auch nicht, warum ich einfach zum Captain gemacht werde. Ach, schade, ich dachte, man kann wechseln. Na gut. Aber egal. Ende der Folge, Gott sei Dank. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil sowas macht keinen Spaß. Mit so einen Leuten, so einen Kindern. Das ist einfach unglaublich. Na gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal. Da gucken wir uns dann weitere Waffen an. Tschüss!